Willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist. Da sind wir wieder und es geht weiter wieder hier auf der Paladin, Paladin, wie auch immer. Wir schauen, wie es mit Sam weitergeht, nachdem wir ja beim letzten Mal in einen Hinterhalt geraten sind und da hart abhauen mussten. An der Stelle, wie immer, herzlichen Dank an alle, die hier dabei sind, die sich das Ganze mit mir zusammengeben. Danke für eure Likes, danke für eure Kommentare. Freut mich wirklich sehr, dass euch das Ganze so gut gefällt. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein und schauen, wie es weitergeht. Wir haben hier den Rebellenstützpunkt abgeschlossen und haben hier jetzt Amerikas Konsum. In Dallas, die Solo-Kampagne. Was haben wir hier neu? Im Dunkeln. Hirnschlag. Aha. Da läuft ein Timer. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich würde sagen, wir machen die Solo-Kampagne weiter. Ich habe ja schon gesagt, wir fokussieren uns in diesem Let's Play wirklich hauptsächlich auf die Solo-Kampagne. Es gibt ja noch ganz viele Koop-Sachen und auch PvP-Geschichten. Da findest du aber echt nicht mehr wirklich gut Spieler für. Von daher zocken wir lecker die Koop-Kampagne durch. Ach Quatsch, die normale Singleplayer-Kampagne. Und dann gucken wir vielleicht mal zwischendurch, ob wir mal eine Episode machen, wo wir auch so einen Kram hier machen. So. Unmittelbar nach dem Ereignis, das als schwärzester Tag in die Geschichte der amerikanischen Spezialkräfte eingehen durfte, ist ein Video aufgetaucht, auf dem zu sehen ist, wie Engineers Soldaten der Spezialeinheiten erschießen. Aufgrund der schrecklichen Bilder sehen wir davon ab, ihnen das Video zu zeigen. Präsidentin Caldwell hat geschworen, die Gefallenen zu rächen und ihren Kampf gegen den Terror fortzusetzen. Dennoch herrscht im Kongress Uneinigkeit darüber, ob sie die Richtige ist, um das Land durch diese Krise zu führen. Ja, das haben wir beim letzten Mal ja gesehen, jedenfalls die Überreste von dem, was da auf Video aufgezeichnet wurde. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem Briefing und legen dann hart los. Die Daten der NSA wurden mit drei anderen Quellen abgeglichen. Dallas scheint das nächste Ziel zu sein, aber es gibt nichts Genaues. Am wahrscheinlichsten wäre es hier und dort. Stadion und Aquarium. Wir dürfen in Lovefield landen und müssen nicht nach Fort Worth. Dadurch gewinnen wir etwas mehr Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden. Noch Fragen? Ja, wieso ist Charlie so nervös? Hab ich ja schon gesagt. Sag es mir. Ich habe für alle US-Großstädte die Daten der Terrorabwehr abgerufen und nach Namen von der No-Fly-Liste gesucht. Was ist das? Gar nichts. Und davon eine Menge. In Chicago hat die Flugsicherheit heute 5 Stunden lang keinerlei Zugriff auf die No-Fly-Liste gehabt. Systemwartung längst überprüft. Wir waren noch nicht fertig. Ich habe die Namen der ankommenden Passagiere von Hand mit der Flugverbotsliste verglichen. 6 Namen waren drauf. Und jetzt sieh dir das an. Aufzeichnungen der Kameras am O'Hare-Flughafen. Die 6 verließen ihn gemeinsam. Es ist nicht unwichtig, aber es hat keine Priorität. Wir haben verschiedenste Geheimdienste abgehört. Alles weist auf Dallas hin. Genau das meine ich doch, Mann. Vor Guam hat keiner was gesagt. Das letzte Mal, als die Engineers im Netz das Maul so weit aufrissen, haben sie haufenweise unsere Leute umgelegt. Wann werden wir in Chicago, wenn wir den Kurs ändern? Das wird zu lang dauern, Sam. Wir haben nur einen Versuch und wenn wir in Chicago aufsetzen, schaffen wir es niemals rechtzeitig bis Dallas. Sam? Wir fliegen nach Chicago. Wenn Charlie eine Theorie hat, heißt das nicht, dass sie stimmt. Die Präsidentin hat mir das Kommando über die Operation übertragen. Und sie kann es dir auch wieder abnehmen, wenn du gegen ihren Befehl handelst. Es ergibt keinen Sinn, einen direkten Angriff zu starten. Nicht nach dem, was Herr Dick in Irawa gemacht hat. Was ist das? Chicagos Sonderkommando. Es gibt da gerade irgendeine Geiselnahme. Startet den Hubschrauber! Laut Plan ist das ein Labyrinth und dann sind da noch die Geiseln. Mit dem Betäubungsgas schaltest du die Gegner ohne Kollateralschäden aus. Die Haftkameras helfen beim Zielen. Mehr geht nicht. Klingt gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal eben ganz kurz in die Ausrüstung rein. Haftkameras haben wir dabei. Tränengas brauchen wir noch. Das müssen wir kaufen. Und das nehmen wir dann anstatt der Rauchgranaten mit. Ihr habt ja immer so ein bisschen vorgeschrieben, was ihr dabei haben müsst. Die Haftkameras sind sowieso super praktisch. Ich muss mal dieses Mal dran denken. Beim letzten Mal habe ich ja dran gedacht, die Gadgets auch einzusetzen, habe dafür aber diesen TTU, diesen Simultanschuss, nenne ich ihn mal, komplett vergessen. Aber vielleicht kriegen wir es irgendwann nochmal hin, dass ich auch mal an alles denke. So, das haben wir dabei.
Ich würde sagen, wir sind startklar und beginnen mit Amerikas Konsum in Chicago, USA. Forderungen? Negativ, zumindest keine besonderen. Die wollen nur, dass sich die Polizei fernhält. Na gut. Wieso nehmen die Geiseln, ohne was zu fordern? Vielleicht wissen die selber nicht. Möglich, dass es nicht die Engineers sind. Die meisten Dienste halten Dallas für das nächste Ziel. Zähl auf null. Wir drehen jetzt nicht um. Nee, umdrehen tun wir nicht. Übrigens auch hier nochmal wieder, ich muss es ja jedes Mal sagen, weil ja eben ein Open World Splinter Cell gerüchtet wurde. Es ist jetzt klar, dass der erste Teil geremaked wird. Und ich finde, hier sieht man jetzt auch nochmal wieder richtig schön, was eben der Vorteil an einem Nicht-Open World Spiel ist. Nämlich das. Komm ich nicht jetzt raus? Herrgott nochmal. Drücke auf F, um die Brille zu aktivieren. Yeah, das erste Mal in diesem Let's Play. Bei so einem linearen Spiel hast du einfach die Möglichkeit, viel besser, viel mehr verschiedene Locations ins Spiel zu bringen, die dadurch auch eben abwechslungsreicher sind. Eine Open World kann auch funktionieren, aber in der Open World hast du kaum die Möglichkeit, den Irak und Chicago in ein Spiel zu bringen. So, lass uns mal eben gucken. Wir können uns auf die Kante herablassen. Muss man eben gucken. Da kommen wir nicht weiter. Warum reden die denn? Na ja, gut, wir sind in Amerika, aber dass die... Ah, da. Häppala. Dass die NPCs hier Englisch reden, ist ja ein bisschen kurios. Ich denke, wir müssen hier lang. Am besten ohne gesehen zu werden. Die Lichter des Optsanzugs flackern auf, wenn du dich im Schatten versteckst. Okay, können wir so schlecht sehen, aber so. Zack. Oh. Oh Mann, mit der Hintergrundmusik sehe ich schon wieder die Monetarisierung flöten gehen. Aber egal, das machen wir ja eh. Da achten wir hier auf dem Kanal ja eh nie drauf. Scheiß mal auf die Monetarisierung. Aber wenn man jetzt... Ich finde, wenn du den Sound ausstellst, also diese Hintergrundgedudel, das ist sofort irgendwie eine Atmosphäre-Minus. Und deshalb mache ich das nicht. Da kann man lieber auf die 3-4 Euro verzichten. So. Wobei, ein bisschen nervt's auch. Okay, er geht da lang. Ah, okay, und hier siehst du auch, man sieht's auch natürlich mit der Brille. Ich bin im Dunkeln, also leuchtet das Ding da hinten. Hier sieht man's auch nochmal. Mit der Brille sieht man's fast sogar noch krasser. Wir können hier gleich mal versuchen, ob wir den Typen kriegen. Nimm ihn doch! Oh Mann. Da wollte er irgendwie nicht den K.O.-Schlag machen. Ich würde sagen, wir legen ihn mal hier hin. So. Schön im Schatten bleiben. Okay. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass ich den Typen da hinten einigermaßen gut versteckt habe. Hier werden wir wahrscheinlich gleich einmal kurz sichtbar, ja, beim Aufleuchten. Sieht aus, als könntest du über die Lüftungsschächte an der hinteren Halle vorbei. Hinter der Bühne kommst du rein, aber nicht im Erdgeschoss. Fuck it. Los, geh da rüber. Fuck! Es hat einen erwischt. Die Schüsse kamen von da drüben. Okay. Das haben wir noch einigermaßen gut regeln können. Ja, den Typen
entsorgen wir mal da. Naja, die Idee war eigentlich, ihn dahinter zu entsorgen. Ich kann mir den Typen aber auch nicht greifen. Ah, verdammt, der liegt jetzt natürlich ganz ungünstig da. Wenn er da hinten hier rüber leuchtet, sieht er den natürlich sofort. Ich wollte den eigentlich hier rüber werfen. Also es scheint keiner herzugucken, aber wir versuchen trotzdem mal... Ne, kommst du nicht mehr dran, ist wie es ist. Und das Licht kriegen wir da auch nicht ganz aus. Da lief eben auf jeden Fall einer. Das müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Da sieht man auch die Taschenlampe von ihm. Da vorne läuft einer. Das müssen wir alles im Auge behalten hier. Wenn du dich klug verhältst, kommst du vielleicht wieder vom Pier runter. Okay. Liegt einigermaßen im Schatten, sollte... Oh, scheiße. Puh, okay. Sicher ist sicher. Warte mal, gibt's hier auch einen Lichtschalter? Das wäre ja traumhaft. Ansonsten... Oh, fuck. Okay. Okay, okay. Das war dumm. Ja, jetzt macht er die Tür natürlich auch ganz auf, anstatt sie zuzumachen. Die... Eine Spur von den Geiseln? Nein, nur Amateure mit billiger Ausrüstung. Hältst du das noch für einen Blacklist-Angriff? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Die Grundidee war gerade, den ganzen Flur dunkel zu machen. Damit die Jungs da die Leichen nicht direkt sehen. Ist ein bisschen in die Hose gegangen, gebe ich zu. Würde so gerne... die Haftkamera da unten irgendwie einigermaßen vernünftig anbringen. Naja, so können wir uns auch umsehen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Dann gehen wir mal runter. Mir aber fast sicher, dass hier Leute unterwegs sind. Ich höre auf jeden Fall Schritte. Habe aber keine Ahnung, woher sie kommen. Das ist schon mal keinem aufgefallen. Da müssen wir irgendwie hin. Oh nein! Oh fuck it! Waste of time. Können wir eventuell mit der Haftkamera hierher locken?
Wir hoffen jetzt einfach mal, dass der Richtige angelockt wird und nicht von da hinten jetzt noch einer kommt. Dann sind wir nämlich gearscht. Okay, da kommt der. Einer. So. Liegt auch direkt schön im Dunkeln. Hm. So. Der schnarcht auf jeden Fall. Ich höre aber immer noch Schritte. Okay. Machen wir es auf die leichte Art. War jetzt nicht ganz so elegant, aber auf jeden Fall effektiv. Hallo. Zappel nicht so. Okay, ich würde sagen, der liegt hier ganz gut. Ach übrigens, was mir gerade auffällt. Warte. So. Das habt ihr mir in unter die letzte Episode immer wieder geschrieben, dass die Minimap hier, die verleiht mir quasi einen Heiligenschein. Jetzt kann man natürlich zum einen sagen, Alter, dein Kopf, dein blöder Kopf verdeckt die Minimap, ich kann nicht sehen. Aber ich lass das Ding so, weil so darf ich mich auch endlich mal heilig fühlen. Halleluja! So, schönen Dank, so viel dazu. So. Beschütze die Geisel. Verwende in der Nähe der Geiseln keinen Sprengstoff, um Gottes Willen. Einer weniger. Ich würde sagen... Oh, war da gerade ein Schatten? Ach so, haben wir einen leichten Überblick. Also hier oben scheint erstmal soweit alles okay zu sein. Da hinten ist jemand. Okay, irgendjemand hat was mitbekommen. Das ist die Geisel. Die sollten wir nicht anschießen. Ja, ich höre schon was. Ich höre schon was. Ja, komm doch mal her zur Tür. Komm doch mal ran hier. Auf einmal redet er auch wieder Deutsch. Sehr seltsam. Scheiße. Fuck it. Ich sehe nichts. Was ist das denn? Das ist nicht witzig, Mann. Ah, sie kommen wieder von beiden Seiten. Bin ich hier überhaupt reingekommen?
Ach, Kacke, das ärgert mich schon wieder so ein bisschen. Das hätte man so schön elegant hinbekommen können. Okay, jetzt ralle ich's. Also von hier aus kann keiner kommen. Da draußen laufen sie noch rum. Okay, ich möchte ja nichts sagen, aber ich würde behaupten, wir haben alle ausgelöscht. Grim, Geiselnehmer ausgeschaltet. Die Geiseln sind im Kesselraum. Hier ist alles mit C4 verdrahtet. Verstanden. Brauchst du das Räumkommando? Die sollen sich bereithalten. Keiner kommt rein, bis ich alles durchsucht habe. Verstanden. Okay. Naja, ist ja dann doch noch irgendwie gut gegangen, so wie immer. Trotzdem ärgerlich. Der Korridor bietet kaum Deckung. Such nach Rohren an der Decke, die dürften dir helfen. Nach Rohren an der Decke. Komme ich an die ran? Ah, warte mal. Ah, mit ein bisschen Glück kommt er hier ganz ran. Okay. Na komm. Okay. Also solange die jetzt nicht hier hoch leuchten, sollte das alles klar gehen. Wir können uns jetzt natürlich überlegen, ob wir uns die Typen kaufen. Da unten ist auf jeden Fall einer. Und die beiden treffen sich auch ständig. Also da müsste man... Aber warte mal. Oh, das ist ein Dicker. Ich weiß gar nicht, ob man die ausschalten kann. Die Markierung wegnehmen. Dieses Mal haben wir dran gedacht, wäre vielleicht eben auch in dem Geiselraum eine kluge Alternative gewesen. Oh, da läuft einer. Aber der kommt nicht hoch. Ah, das sind so... Eieiei. Gut. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Pass auf, ich habe folgende Idee. Okay, er läuft bis an die Ecke dort. Tragen wir da mal lieber weg.
So. Jetzt müssen wir noch was gegen den Dicken machen. Und das Schlafgas verpufft. Verdammte Scheiße. Oder war nicht nah genug dran? Und jetzt haben wir keine Haftkameras mehr. Aber... Tränengas. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Die mag nicht gut sein, aber ist das Beste, was mir gerade einfällt. Mal ran hier, Mignon. Die Schüsse kamen von dort. Die Idee war scheiße. Da ist der. Verdammte Scheiße hier. Found him. Ach ja. Die Grundidee war, um es mal kurz zu erklären, dass man vielleicht die Dicken mit dem Kontaktschocker klein kriegt. War schlechte Idee. Gebe ich zu. Hat nämlich nicht geklappt. So. Und abwärts. Okay, hör zu, Sam. Das ist ein alter Abwassertunnel. Wie es aussieht, führt er zu einer Wasseraufbereitungsanlage. Ist vielleicht ihr eigentliches Ziel. Die Drohne reagiert nicht mehr. Sekunde. Ich schicke noch eine. Deine Männer sind bei der Wasseraufbereitungsanlage. Wieso? Fahr zur Hölle. Ich sag's dir. Eine Biowaffe. Sie benutzen eine Krankheit. Sie vergiften die Wasserversorgung? Wie entschärfe ich die Bomben an den Geiseln? Der Code. USB-Stick am Gürtel. Ich hab dir alles gesagt. Hab dir geholfen. Du kannst mich nicht töten, bitte. Naja, hauen wir ihn K.O. Sind wir mal wieder nett. Ich habe einen USB-Stick. Verbinde ihn mit Opset. Gib sie ans Sondereinsatzkommando weiter und bedank dich für ihre Geduld. Sam, die Überwachungsdaten zeigen, dass die Transporter vom Flughafen seit einer Stunde hier sind. Scheiße, kommen wir zu spät? Keine Ahnung. Beeil dich. Oh Mann. Dann beeilen wir uns mal. Kann man eigentlich irgendwo... Warte. Naja, wenig sinnvoll. So, also weiter geht's. Hm.
Okay, Sam. Noch eine Info zu den Drohnen. Ein Schuss schaltet sie aus. Aber wenn sie mehrmals getroffen werden, geht ihre Sprengladung hoch. Am richtigen Ort, zur rechten Zeit. Du weißt schon. Puh. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, wo die Drohne abgeblieben ist. Da kommt auf jeden Fall der nächste Hoshi. Da kommt die Drohne. Ah, alles auf einmal hier. Okay, er kümmert sich darum und der guckt hierher. Das, obwohl, nee. Na, jetzt kommt die nächste, oder was? Ja, wahrscheinlich könnten wir da auch durch. Nicht wirklich. So, da müssen wir jetzt einfach geduldig sein. Starte eine Suchdrohne. Oh, die kommen hier in so hoher Schlagzahl. Die Scheißdinger. Also manchmal ist es mit dem Zielen hier wirklich ein bisschen kompliziert. Da kann ich die Flugrichtung... Die Schüsse kamen von da. Oh. Da kann ich die Flugrichtung wirklich irgendwie nicht gut einschätzen. Und... Wir haben es definitiv mit den Engineers zu tun. Wieso? Der USB-Stick wurde mit einer militärischen Variante der DES-Verschlüsselung dreifach gesichert. Es ist dieselbe Verschlüsselung, die Sadiq in Mirava einsetzte. Gute Arbeit, Charlie. Und die Schüsse aus Sams Knarre fühlen sich manchmal wirklich an wie Erbsen. Das macht so flipp. Klar, ist Schalldämpfer. Aber es fühlt sich wirklich so an, als würde man mit Erbsen schießen. Ah. Oh nein. Ah, ich könnte mal gut so eine Munitionskiste gebrauchen. Ich hab... Ah, Gott sei Dank. Dich schickt der Himmel. Ich hab nichts mehr. So. Endlich wieder volle Ausrüstung. Da hinten lief einer. Ich sehe, dass du dich der Anlage näherst. Über das Dach kannst du da reinkommen.
über das Dach. Oh Gott. Ist der hier jetzt rumgelaufen oder wieder zurückgegangen? Ah, man kann hier nicht in Deckung gehen. Der wird wahrscheinlich gleich wieder ja, um die Ecke kommen. Heißt jetzt Daumen drücken mit in Deckung, also aus der Deckung den Typen greifen, geht ja relativ easy. Jetzt wäre die Frage, wo der zweite ist. Komm, Baby. Okay. Hat den anderen nicht tangiert, wenn ich das richtig sehe. Jetzt kommt er. So, mal eben auf Nummer sicher gegangen. Oh. Da hat's wieder geragdoid. Einmal pro Folge brauchen wir einen guten Ragdoll-Effekt. So, wir gehen übers Dach. Das hier Sinn? Ich höre Schritte. Nicht runterfallen, Baby. Ich würde sagen, Zeit für eine Haftkamera. Was? Außer Reichweite? Ah, so eine Scheiße. Was ist denn das? Die ist doch gar nicht so weit weg. Also da ist irgendwer aufmerksam, kann man hier sehen. Ja, verdammt. Es geht nicht. Oder haben die hier, gibt's hier einen Störsender oder sowas? Ich gehe jetzt runter. Wir haben es jetzt mit Profis zu tun. Die haben die Wachmannschaft der Anlage sauber ausgeschaltet. Nicht nur die Wachen sind tot, auch alle Systeme. Ich muss ihren Hack hacken, um die Tür zu öffnen. Sonst kommst du nicht ans Zeug, das sie da reinschütten. Gib Gas. Hier sind zwei. Psst. Jetzt kann man nur hoffen, dass er hier den anderen Typen nicht sieht. Nehmen wir vorsichtshalber den Kontaktschocker, weil der wenigstens sofort kurzen Prozess macht.
Geschafft. Du kannst weiter, Sam. Ja, lass mal liegen da, den Typen. Sam, die pumpen ihr Gift an zwei Stellen rein. Ich kümmere mich um sie. Wenn wir das verseuchte Wasser in der Anlage halten können... Ich versuche, das Abflussventil zu schließen. Mach das. Wir haben 10 Minuten, dann ist der Wasserspiegel kritisch. Ach, du lieber Himmel. Sind es nur die zwei? Weiß nicht, ob schlau ist, den da wegzuschießen. Ah, fuck, Alter. Das ist so unintuitiv. Weißt du, du zielst genau auf den Kopf und der Scheiß kommt einen halben Meter unten an. Was für eine Kacke, Alter. Naja, gut. Dann muss es eben wieder die Rasur sein. Und dann visiert er auch noch wie ein... Geisteskranker, echt. Meine Herren. Die pumpen ihr Gift an zwei Stellen rein. Ich meine, gut. Ich kümmere mich um sie. Wenn wir das verseuchte Wasser in der Anlage halten können. Ich versuche, das Abflussventil zu schließen. Mach das. Wir haben 10 Minuten, dann ist der Wasserspiegel kritisch. Was ich mir dabei sagen lasse, was doof war, ich habe den Kontaktschocker ausgewählt gehabt. Das war natürlich Blödsinn, aber auch mit Sams normaler Waffe ist es so, du hast das Visier genau auf den Kopf und er trifft irgendwie so gut wie nie. So, Idee ist folgende. Wir warten jetzt hier oben, bis der Hoshi um die Ecke kommt. Wir haben 10 Minuten Zeit. Der Typ kommt auf jeden Fall gleich hier lang. Wenn wir den wegmachen, die anderen beiden... bleiben, glaube ich, da hinten in dem Gebiet. Und der scheint eher in die andere Richtung zu gucken. Wäre... Warte mal. Ja, das klappt nicht. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, dann schnell darüber zu huschen und das Ding auszuschalten. So, wenn der hier jetzt nicht sofort Alarm schlägt und wir irgendwie eine kurze Sekunde Zeit haben, uns den zu greifen, so zum Beispiel... So, dann ist der weg. Er fummelt da jetzt an dem Ding rum. Das ist eher suboptimal. Aber okay. Charlie, was ist mit dem Ventil? Nein, lauf doch! Keine Ahnung, ihr hängt gut, schließt mich dauernd aus. Aber ich habe noch ein paar Tricks parat. Gute Neuigkeiten, Sam. Den Blaupausen nach ist unterm Kontrollraum ein Wartungsschacht. Durch ihn kommst du von einer Seite der Anlage zur anderen. Unter dem Kontrollraum? Ah. You know if we're dumping in the water? Yeah. Weaponized, you want to quit. What kind of casualty number do we expect?
We're looking over a million infected, maybe a million troops. Depending on when they figure out the source, anywhere from 20 to 50. Not bad for a day of work. Ziele sind nicht in Reichweite. Ah, okay. Überblick verschaffen. Die Zeit muss sein. Ja, das ist es wieder. Wenn ich jetzt auf den schieß, dann geht 100 pro die Kugel daneben. Zack. Der Dicke ist da oben. Okay. Wichtig wäre... verdammt, wenn der sich umdreht, dann sieht er mich. Und die Dicken kannst du, glaube ich, so nicht ausschalten. Möchte ich mal behaupten. Strom geht bei denen auch nicht. Wenn er hier jetzt noch ein paar Schritte in meine Richtung kommen würde... Wenn ich den da jetzt kill, mit einer... Ja. Genau so. Okay. Wenn er hier jetzt die Leiche nicht sieht und mich nicht sieht... Das würde sogar gehen. Jetzt noch 5, Sam. Seh zu. Zweite Pumpe ausgeschaltet. Grim. Das war gute Arbeit, aber zu spät. Scheiße. Was jetzt? Der Erreger hat kritische Werte im Wasser erreicht und der Hauptabschluss ist offen. Vielleicht nicht. Er hat mir das Ventil gesperrt, aber ich habe die Handöffnung freigeschaltet. Lauf dahin und dreh es manuell zu. Oh. Wo ist das Scheißventil? Hä? Auf der anderen Seite oder was? Oh, er hat die Leiche gefunden. Nicht gut. Zum Mäusemelken, Alter. Gesichert. Wir können Amerikas Konsum wohl offiziell zum Fehlschlag erklären. Gute Arbeit, Sam. Jetzt musst du da raus. Briggs? Hubschrauber am Boden. Auf geht's. Alter Schwede. Hui. Das war knapp. Das war echt, echt richtig, richtig, richtig knapp. Aber es hat geklappt. Es hat geklappt. Irgendwie hat's geklappt. Scheiß drauf, es hat geklappt. Übrigens, die letzten Male habe ich immer nach diesem Bildschirm hier
das Ganze beendet. Aber es gibt da immer noch eine kleine Einleitung in die nächste Mission und die ist uns bis jetzt immer abhanden gekommen. Deshalb will ich es dieses Mal so nicht machen, sondern lass das Ganze jetzt mal eben laufen. Und die Engineers haben eine Lieferung abgefangen. Noch mal eben kurz zu. Ein Hochsicherheitsforschungszentrum an der Northwestern gedacht. Waffenfähige Pestbazillen. Damit könnte man eine ganze Stadt ausradieren. Gibt es Gegenmittel? Dein Test war negativ, bist nicht infiziert. Gerade kam das offizielle Okay aus Chicago. Gern geschehen. Feier dich nicht so ab, Charlie. Wir hatten Glück. Die ganze Mission basiert nur auf Vermutungen. Korrekt. Deshalb lassen wir uns nicht länger in die Defensive drängen. Haben wir denn die Wahl? Defensive erwartet Sadiq von uns. Es entspricht seiner Planung. Und darum greifen wir jetzt an. Und wie? Wir haben überhaupt keine Ziele. Außerdem verlangt die Blacklist unsere Aufmerksamkeit. Wenn wir mit den Engineers weiter fangen spielen, werden wir früher oder später verlieren. Wir machen Jagd auf sie. Und zwingen sie, Fehler zu begehen. So, und genau das machen wir nicht mehr heute, sondern beim nächsten Mal. Da gehen wir fett auf die Jagd. Schönen Dank fürs Zusehen. War nervenaufreibend, aber spaßig. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wenn dem so ist, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, noch einen Kommentar und ein Like dazulassen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Reingehauen.